Also fährst du mich jetzt zum Bahnhof oder nicht? Ach, Vinzenz, es geht doch nicht. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Na gut, wenn dir Herr Leonhard wichtiger ist. Herr Leonhard ist immer noch nicht ganz gesund. Außerdem hat er niemanden, der ihm hilft, wenn er morgen aus der Reha-Klinik kommt. Was hat denn es damit zu tun, wenn du mich heute zum Bahnhof gefahren hättest? Weil ich noch etwas für ihn zu besorgen habe. Einmal fahre ich in die weite Ferne und niemand winkt mir nach. Weite Ferne, dass ich nicht lache. Naja, Leonhard, Forstdirektor und ich nur ein kleiner, pensionierter Oberförster. Sie brauchen unbedingt jemanden, der sich um Sie kümmert. Da Sie allein leben... Wie kommen Sie denn darauf, dass ich alleine lebe? Halte ich es für das Gescheiteste, Sie bleiben noch eine Weile hier. Da bist du ja, Herr Dallein. Darf ich vorstellen? Herr Oberarzt Dr. Seifert, meine Frau. Angenehm. Ja, wenn das so ist... Ich vertrete in den nächsten Wochen Herrn Professor Schmalisch. Herr Oberarzt Dr. Seifert wusste nämlich nicht, dass ich verheiratet bin. Stell dir vor, er hätte mich sonst hier behalten. Ach so. Sie wissen, dass Ihr Mann noch äußerster Schonung bedarf. Ja, ich verspreche Ihnen, ich werde sehr gut auf ihn aufpassen. Also, wissen Sie. Jetzt bin ich mal gespannt, was Vincent sagen wird, wenn ich plötzlich verheiratet bin. Schloss Bernried, Leonhard, Stolze. Wieso meldest du dich denn mit Leonhard? Ich? Vinzenz! Wo bist du? Ich logiere heute Nacht ganz vornehm in einer Suite. So, du logierst und ich hetz mir die Seele aus dem Leib. Wieso logierst du in einem Hotel? Warum kommst du nicht nach Hause? Ja, ich habe noch was zu erledigen morgen. Hat mit Andrea zu tun. Mit Andrea? Aha. So. Na. Ja, und wann kommst du? Ja, irgendwann morgen im Laufe des Tages. Ins Münchner Nachtleben willst du dich stürzen. Aber Hertalein, was glaubst du denn? Rat mal. Also gute Nacht, Vinzenz. Wünsche gutes Logieren. Hertha? 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 Auch nie ein Gespräch ordentlich zu Ende führen kann. Nett hier. Eine Intensivsprachschule. Schön. Nun wissen Sie es ja. Und fahren nach Hause und erzählen dort alles. Ich knall mich jetzt im Typen da auf den Schoß und du machst eine Aufnahme, ja? Kein fremder Mann. Das ist Herr Leonhard. Was macht denn Herr Leonhard in meinem Bett? Er ruht. So, er ruht. Dasche, wenn du mir noch was zu sagen hast, ich bin im Ochsen zu allein. Also, Vinzenz, jetzt hör mal auf. Jetzt sei doch nicht kindisch. Komm, jetzt beruhige dich erst mal. Zieh dein Jackett aus. Nein. Und ich habe schon den Köt für die Hochzeit probiert. Was? Wen willst du denn heiraten? Komm, mach's dir. Nein. Also, was ist denn das? Nichts. Dann zeigst du mal hier. Nein. Will ich aber jetzt sehen?
Das ist also nichts. Aber Herr Dallein, so lass dir doch erklären. Was gibt's denn dann noch zu erklären? Ich gebe dir 24 Stunden Zeit, deine Sachen zu machen. Aber Herr Dallein, wo soll ich denn hin? Das ist mir egal. Logier doch wieder. Am besten mit der Kleinen da. Jedenfalls, morgen um diese Zeit möchten Herr Leonhard und ich nicht mehr mit deiner Anwesenheit belästigt werden. Wollen Sie mir nicht sagen, was los ist? Macht Ihnen Ihr Triebleben zu schaffen, Herr Wieler? Was? Ja, Frau Stolz hat sowas angedeutet. Blödsinn. Toller Wetter, Herr Wieler. Alle Achtung. Also, da kann ich den Ärger von Frau Stolze schon verstehen. Wo haben Sie die Dame denn kennengelernt? In München. Solche Eskapaden hätte ich Ihnen ja gar nicht zugetraut. Sie sind ja ein ganz schöner Schlawiner. Lächerlich. Und wie kommt die Dame dann auf Ihren Schoß? Wenn ich Ihnen das erkläre, müsste ich Ihnen alles erzählen. Herr Bieler, da tun sich ja Abgründe auf. Unsinn. Ich habe mein Ehrenwort gegeben, den Mund zu halten. Und wie lange wollen Sie beide sich jetzt noch anschweigen? Frau Stolze hält das nicht mehr lange durch. Ich auch nicht. Wer ist da? Vinzenz. Ich schlafe. Jetzt hör mir zu oder hör mir nicht zu. Aber eines lasse ich nicht auf mir sitzen. Ungezügelte Triebhaftigkeit. Hast du was gesagt? So. Und nun tue ich was, was ich mein ganzes Leben lang noch nicht getan habe. Nämlich ein gegebenes Versprechen nicht halten. Das Mädchen auf dem Foto war eine Freundin von Andrea. Und wie es Andrea geht, schlecht. Alles, was sie aus München berichtet, stimmt hinten und vorne nicht. Stockinger hat sie sitzen lassen. Sie wohnt in einer mickrigen Wohngemeinschaft. Und statt abends die Sprachenschule zu besuchen, arbeitet sie in einer Nachbar. Und wenn wir jetzt nicht wieder miteinander reden, so wie früher, dann findest du mich auf dem Dachboden. In einem Balken. Hängend. Vincent. Tommy. Hey, jetzt sag erst mal eine Weile gar nichts.
Und so wollen wir jetzt die Ringe wechseln. Und hiermit erkläre ich euch jetzt für Mann und Frau.